So, und damit herzlich willkommen wieder zu einem neuen Part von Lonia. Letztens, da sind wir ja nicht weitergekommen, weil, ja, es letztens wohl so eine Art Bug war, weswegen ich hier nicht weiterkommen konnte. Und es hätte auch gar nicht so dunkel sein dürfen, wie es letztendlich bei mir war. Das war alles irgendwie, das waren alles sehr seltsame Fehler, die, wie gesagt, gar nicht hätten passieren dürfen, eigentlich. Aua, was gibt das denn jetzt? Und jetzt sieht man auch, die Quicktime-Events, die sind deutlich zu erkennen, ne? So. Ja, eben weil es da eigentlich hätte gar nicht so sein dürfen, ne? Also viele Dinge hier, ja, sollten nicht passieren. Zum Beispiel diese Säulen hier zum Beispiel, die waren ja in meinem Spiel schon gar nicht vorhanden, wegen einem sehr, sehr seltsamen Bug. Den hatte bis dato, glaube ich, auch gar keiner. Jetzt habe ich zumindest mitbekommen, dass der Kelvin denselben Fehler hatte. Habe ich dann in Suite gelesen. Aber außer mir und Kelvin kenne ich halt keinen, der diesen seltsamen Bug bisher hatte. Naja, aber deswegen wissen wir Bescheid. Also ich konnte da gar nicht weiterkommen, weil erstens war es so dunkel, ne, dass man die Quicktime-Events hier nicht sehen konnte. Und ich hätte aber so oder so nicht weiterkommen können, weil diese Säulen hier nicht da waren, ne? Weil die hätte ich jetzt zerstören sollen dann. Es klappt zum Glück auch. Diese Säule war nicht nur einfach ein lebloses Objekt. Sie bestand überwiegend aus organischem Material. So, hier noch. Ja, und das war es eigentlich auch schon, ne, meine Damen und Herren. Und deswegen kam ich da einfach nur deshalb nicht weiter, weil ich da auch in meinem Spiel schon gar nicht weiterkommen konnte aufgrund des Bugs, ne? Das ist natürlich nicht so gut. Aber gut, umso besser dafür, dass mir der Stitch da sein Safe-Stand dann gegeben hat, sodass alles normal klappt. Aber stimmt schon, das ist schon ein sehr seltsamer Fehler, dass bei mir dann einfach diese Säulen überhaupt nicht vorhanden waren und alles dunkler war, als es hätte sein sollen. Naja, blöd nur natürlich, dass ich dann deswegen da erstmal nicht weiterkommen konnte, eine Zeit lang. Bitte was? Ich will zurück. Bitte nein, ich will zurück. Bitte nicht. Naja, aber Hauptsache es kann jetzt wieder weitergehen, ne? Aber das macht mir jetzt schon Angst, dass in meinem LP-Verlauf anscheinend die seltsamsten Bugs vorhanden sind und ich habe schon die Befürchtung, dass irgendwann wieder so seltsame Bugs kommen, wo ich theoretisch hätte weiterkommen sollen, aber es dann aufgrund eines Bugs wieder nicht geht. Ich habe ja leider immer anscheinend immer so viel Glück, dass ich da auf die unmöglichsten Bugs treffe. So, erstmal werden wir diese ganzen Hentai-Tentakel beseitigen. Mein Gott. Aber diese Sicht, die ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig gerade. Jetzt ist alles so verschwommen ein bisschen. Jemand beobachtet mich. Ich spüre es ganz deutlich. Oh Mist. Das war knapp. Auf dem Monument steht etwas geschrieben. Blut ist Leben und verbindet, für immer vereint, doch die Bindung schwindet. Über den Tod hinaus, so soll es geschehen, ein Opfer zu erbringen, um die Wahrheit zu sehen. Ist ganz einfach. Das Rad sitzt fest. Es scheint wodurch irgendwas blockiert zu sein. Dann entferne halt das, was auch immer das Ganze da blockiert. Ein Rasiermesser, scharfes Gewächs, versperrt mir den Weg. Und dann, keine Ahnung, Rasiermesser scharf. Womit können wir das Rasiermesser scharfe Gewächs neutralisieren? Mit Rasierschaum vielleicht? Vielleicht finden wir ja sowas. Was? Mann, ich verspreche! Nicht mal das kann man hier in Ruhe machen. Ich bin zu Hause. Ist dieser schreckliche Albtraum also nun endlich vorbei? Das glaubst du selber nicht. Also wenn diese Sicht gerade so ein bisschen verschwommen sein soll, ich meine, ich weiß ja überhaupt nicht mehr, ob hier noch irgendwas so sein soll, wie es ist, ne, auf meinem Spielstand, kann man sich ja nie sicher sein. Aber wenn das tatsächlich so sein soll, dass der Timothy jetzt bei der Bewegung so leicht verschwommen wirkt, sage ich mal, dann finde ich das nicht so gut, weil es tut ein bisschen in den Augen weh, für meinen Geschmack. Naja, vor allem bei diesem komischen Ding.
Ja, das ist bestimmt die reale Welt, alles ganz normal hier. Ganz klar. Ich bin immer noch in dieser Hölle gefangen. Ja, was hast du denn gedacht? Das Spiel geht ja sehr ziemlich lange, habe ich gehört. Was hat die gesagt? Feed me? Fütter mich? Bitte, bitte, what? Nee, komm, ich lass dich frei. Ist doch auch nur ein Mensch, hoffe ich. Menschen gehören nicht in Käfige, wenn sie denn ein Mensch ist. Ich frage mich auch gerade, ob das jetzt dann Auswirkungen auf die Story hat, wo ich den Käfig geöffnet habe. Weil ich hätte ja auch rausgehen können. Falls dem so ist, dann ist das natürlich ziemlich cool, ne? Also sehr interessant. Wer ist diese Frau? Ich habe das Gefühl, sie zu kennen. Ich wette, die Gesichter da beobachten mich. Ach, sieh einer an. Die rasiermesserscharfen Dinger sind weg. Ja, wie wird es denn jetzt hier? Hier ist so ein Halbmond abgebildet. Auf dem Boden ist ein Halbmond. Ja, das habe ich schon vorher erkannt. Bitte was? Was ist das denn jetzt? Hä? Was soll das? Hey, sag mal. Der einsame König verweilte ruhig und gelassen in seinem Reich. Alle, die ihm dienten, waren schon längst nicht mehr da. Sein Königreich zerfiel genauso wie die Krone auf seinem Kopf. Er hoffte, dass der Tod über ihn komme, doch er war lebendiger als je zuvor. Die stummen Jahre vergingen, nichts regte sich. Doch eines Tages erschien Licht in seinem Leben. Es lockte ihn aus seinem Nest hervor. Vom Klang der schönen Melodie verzaubert, folgte er dem Licht in eine andere Welt jenseits seines dunklen, kalten Königreichs. Ich vermute mal, man muss hier eine bestimmte Reihenfolge aktivieren, aber ich habe keine Ahnung, welche das sein soll. Erst einmal. Scheint blockiert zu sein, natürlich. Wäre zu einfach, wenn nicht. Hier wurde etwas mit Blut geschrieben. Das Leben der Spinne ist der Schlüssel. Oh, warte mal. Warte mal. Das Leben der Spinne. Okay, das eine da sieht aus wie ein Spinnnetz und das da wie eine Spinne. Also was soll ich jetzt machen? Spinne oder Spinnnetz? Ja, aber ich dachte, das ist der Schlüssel. Dann vielleicht doch nur das Spinnnetz. Ja, soll das. Naja, schauen wir uns jetzt mal die andere Seite an. Die versteckte Göttin war sich ihrer selbst bewusst. Sie fühlte, dachte, atmete und nahm ihre Umwelt wahr. Doch war sie gefangen in ihrer eigenen dunklen Welt aus Chaos und Tod. Tag ein, Tag aus dachte sie über ihre Existenz und deren Bedeutung nach. Ihre Kraft in diesem verkümmerten Zustand ist zu schwach, um sich aus dem Kokon der Einsamkeit zu befreien. Sie hofft auf den Auserwählten, der die Seile ihrer Realität durchtrennt, damit sie mit erhobenen Schwingen endlich frei sein kann. Und solange ruht sie still und wächst, denn das ist der einzig richtige Weg. Naja, sowas ist hier aber Ansichtssache. Aber erst einmal die Hentai-Tage zerstören, ganz wichtig. Die Gegner sind jetzt nicht allzu schwer hier. Einfach durch ja, stumpfes Enter-Gedrücke zu beseitigen. Scheint blockiert zu sein, selbstverständlich. Metallblatt, ja. Natürlich untersuchen wir die. Oh nein. Oh nein. Die wirren Zeichen führen nicht zum Ziel. Und was sind die wirren Zeichen? Ach Gott. Das war doch dieses schwierige Rätsel da, ne? Stimmt, da war ich ja, glaube ich, auch so ein bisschen bei Taktik dabei. Hab mir das da auch angesehen und ich habe das Rätsel, ich glaube, obwohl ich es nicht verstanden habe, beziehungsweise, also selbst wo das aufgelöst wurde, da das Rätsel, ich habe es dann irgendwie trotz Auflösung nicht verstanden. Aber ich habe einen Plan, Moment. Ich werde... Ja gut, ich kann mich ja eventuell doch mal kurz umsehen. So. Und halt, halt! Da war doch gerade Symbol. Aber die sind so schnell weg.
merken. Quatsch. Also ich meine zumindest, das hier war dabei. Ich meine, das war auch dabei. Der Rest, keine Ahnung, das hier vielleicht, eventuell noch das. Habe ich jetzt auch noch? Beziehungsweise, welche Schalter sind die jetzt draußen? Welche sind? Oh nein. Ich noch mal von vorne. Also das hier. Nein, das wollte ich nicht. Ah ne, komm, das ist so ein Ratespiel. Im Prinzip. Ja, man muss die sich alle natürlich irgendwie merken, aber eventuell muss ich mir die auch. Vielleicht muss ich mir die aufzeichnen. Ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Das ist mir einfach zu viel, sonst zu merken. Also dieses komische erste Kreuz-Symbol da, auf jeden Fall. Dann dieses komische Dreieck da. Das ist mir irgendwie zu schnell weg. Okay, dann noch so. Wie gesagt, die sind mir ein bisschen zu schnell weg, die Dinger. Ich sehe da ehrlich gesagt nur drei verschiedene Sachen. Also das hier war hundertprozentig dabei. Genau wie das. Ich meine, da war aber noch ein Symbol dabei, was jetzt hier gar nicht bei ist. Scheiße. Scheibenkleister. Stimmt, das eine Symbol ist doch gar nicht dabei. Das dritte da, das letzte. Das ist ja irgendwie so ein komisches, ja, undefinierbares Ding. Ich meine echt, das war gar nicht dabei. Aber das sind nur drei, ne? Das sind nur drei, meine ich. Ach, da ist auch noch was! Das ist einfach nur ein normales Dreieck und dann sowas. Sind hier noch andere Felder, wo diese Symbole sind? Muss ich wahrscheinlich die ganze Zeit so ausprobieren. Scheint schon mal nichts zu sein. Ja. Halt, doch. Okay, dann diese komische Kreuz-Symbol und dann da noch so. Oh, ne, das ist. Aber. Okay, ja, dann das eine da. Okay. Dann so ein komisches. Boah, das ist einfach so undefinierbar alles. Da nicht irgendwie sowas mit anfangen kann. Da ist da noch was wahrscheinlich. Ach du Scheiße. Ach Moment. Ach, kann das sein? Dass nur die festen Dinger, also nur die auf einem Feld so sehen, dass es nur auf die ankommt, kann das sein? Und nicht die, die der ganze Zeit so. Ach, ja dann. Okay, dann komm, dann muss ich mir erstmal aufzeichnen, weil das geht jetzt zum Glück relativ gut. Wenn die Dinger dann alleine da für sich stehen, sozusagen. Frage mich nur, warum das eine nicht sofort verschwindet, ja. Weil das taucht sofort wieder auf anscheinend. Und das eine verschwindet dann direkt wieder. Sehr interessant. Vielleicht ist das doch nicht richtig, aber naja, komm ich. Da, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, dass die richtig sind, das kreise ich dann ein. So, diese komische X. Ja, das sollte dann eigentlich relativ einfach sein, das Rätsel. Ach, guck, jetzt ist es doch da, dauerhaft. Der soll das eine verstehen. Jetzt kann ich
dafür, dass man genau abzeichnet, das Ding. So, so. Dann nochmal so ein Strich in der Mitte, alles klar. Ne, das wird. Ah ja, dann dieses komische Pokalding, oder was das so sein soll. Okay, und dann noch dieser Kreis da. Moment. Aber warum verschwinden die denn hin und wieder dann doch? Dieses. Das wären dann 4 insgesamt bisher, ne? Das verstehe ich nicht, warum das eine so jetzt zum Beispiel nicht da ist. Was ich auch schon vorher da aktiviert habe. Sieht für mich so aus, dass einfach nur 4 sind dann, ne? Nicht mehr und nicht weniger. Nee, stimmt nicht, doch 5. Dann so eine Sonne oder so. Okay. Ich glaube, dann habe ich alle 5. Wenn es denn 5 sind. Aber ich denke schon, weil ich meine, ich war jetzt auch hier im Feld. Also. Da haben wir als erstes genau das Ding. Dann haben wir den Pokal. Die Sonne ist auch dabei. Das Ding war dabei. Und das. Ja! Das hat sich gut angehört. Ich denke, hier habe ich alles erledigt. In der Tat, in der Tat. Das ist auch schon mal schön. Dass das schon mal wenigstens geklappt hat. Ich merke gerade, ich sollte speichern. Und weg ist es. So, genau, jetzt sind wir hier. Das Leben der Spinne ist der Schlüssel. Ja, toll. Hier muss man einfach wahrscheinlich dann eine bestimmte Reihenfolge aktivieren. Schätze ich jetzt einfach mal. Frage ist natürlich nur, welche? Hoch. Oh, das scheint hier gewesen zu sein. Ach, sieh da an. Warte mal. Also wahrscheinlich doch eine richtige Reihenfolge war. Sieht ganz so aus. Schade. Ach ja, stimmt, ich hätte auch rennen können. Achso, ja, Quatsch, das war ja. Da kam ja zuerst der Totenkopf. Okay, das war nicht die richtige Reihenfolge. Das heißt, da kommt dann jetzt mal noch was anderes. Ist das? Totenkopf. Das ist dann der Mondfleisch? Mann. Das. Ach Quatsch, der Totenkopf erstmal. Das. Dann die Spinne. Oh, dann das Spinnennetz. Eventuell. Ja, Tatsache. Moment. Ja, okay. Hat das schon auch geklappt. Aber ganz ehrlich. So richtig habe ich das Rätsel nicht verstanden. Oder war das tatsächlich einfach nur eine random Reihenfolge? Aber nee, ich glaube, da steckt schon ein bisschen tieferer Sinn hinter, oder?
eine Blutfontäne. Nein, bitte nicht! Lass mich raus! Och nö, ich will schon nicht für knusprig gebraten werden. Was? Verdammte Scheiße, war das ein Traum? Oh nein, das ist doch bestimmt sowas wie Inception hier. Wir verlassen nur jeweils immer eine weitere Traumebene. Meine Haut fühlt sich immer noch so an, als ob sie brennen würde. Da, da sehe ich schon die Brille. Brille erhalten. Bin ich froh, dass dieser Wahnsinn endlich vorbei ist. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Ich bin zwar Verstörungsträume gewöhnt, aber das... Das war die widerlichste und krankeste Scheiße, die ich je erlebt habe. Und ich hoffe, dass ich auch so etwas nie wieder erleben werde. Selbst wenn ich mir einrede und auch hoffe, dass es nur ein Albtraum war, ist das Erlebte viel zu klar und greifbar gewesen. Es war absolut kein Vergleich zu einem gewöhnlichen Traum. Ach, ich weiß einfach keine Antwort darauf. Ich sollte mich dusche gehen. Okay, da fehlt ein N. Damit ich wieder etwas klarer werde. Ja. Hallo? Da macht wohl jemand Klopfmännchen. Jedes einzelne Bild meiner Familie ist verschwunden. Auf Fernsehen habe ich jetzt erstmal keine Lust. Doch, ist war eigentlich das Beste nach so einem Albtraum. Zurzeit höre ich nur noch melancholische Sachen. Ja, dann höre ich vielleicht was anderes, was soll das? Ich habe genug geschlafen. Ich werde zuerst duschen gehen. Hallo? Wer hat denn geklopft? Alex, hast du das? Habe ich wahrscheinlich nur eingebildet. Ja, natürlich. Ganz bestimmt. Ach ja, das klasse Badezimmer mit den tollen Spiegelungen hier überall. Dieser Deko-Scheiß eigentlich nur schon... Achso, ja. Das kennen wir ja schon. Bitte ignorier mich nicht. Bitte verlass mich nicht. Bitte verletz mich nicht. Zu spät. Wer hat denen geschrieben und hier liegen lassen? Und vor allem, was haben diese Worte zu bedeuten? Nichts Gutes, fürchte ich. Was war das? Der Spiegel. Und dieses bedrückende Gefühl, das muss nur eine Einbildung gewesen sein. Schließlich ist es schon sehr lange her, seit ich das letzte Mal gut geschlafen habe. Hehe. Ja, ja, red ihr das nur weiter ein. Doch dieser Zettel hier. Wo kommt der nur her? Den bildest du dir auch nur ein, keine Sorge. Ich brauche eine Dusche und um mal wieder was klarer denken zu können. Bitte, die Dusche ist auch nur eingebildet dann. Keine Sorge, ist auch nur alles eine Einbildung. Hallo? War hier gerade jemand? Okay, genug geduscht. Achso, ja, stimmt. Stimmt. Ja, habe ich auch noch eingebildet. Was? Zurzeit muss ich nicht aufs Klo. Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das bildest du dir auch nur ein. Hier liegen diverse Zeitschriften. Nein, das bildest du dir nur ein. Dicke Scheiße, Staubfinger? Nein, das bildest du dir nur ein. Naja, die Blumen haben auch schon mal bessere Tage gesehen. Nein! Die haben. Das sind gerade die besten Tage, die sie gerade sehen. Also da bildest du auch noch ein, was soll das? Die Schublade ist verschlossen. Das schließe ich gefälligst auf mit der. Oh, wir haben eine Chaos, das wusste ich gar nicht. Da sind. Alles alte Klamotten von meinen Eltern. Die müssen schon über 30 Jahre alt sein. Nein, das bildest du dir nur ein. Ekelhaft, so schöne Sachen sind lauter Spinnen und Kokos. Nein, auch das bildest du dir nur ein, verdammt nochmal. Die Tür zum Gästezimmer ist verschlossen. Nein, das bildest du dir nur ein. Die ist auf. Was ist denn mit dem Radio los? Warum packt es rum? Merkwürdig, dieses Teil scheint wohl langsam den Geist aufzugeben. Soll sich Dad darum kümmern? Ich laufe hier. Eher ungern halbnackt durchs Haus. Ja, dann zieh dir halt was an, mein Gott. Ja, anziehen bitte. Hm.
Was stelle ich mit dem heutigen Tag an? Manchmal fehlt mir ein kleines bisschen die Motivation, um überhaupt in Gang zu kommen. Ich könnte vielleicht meine E-Mails schicken oder nachschauen, ob jemand chatten möchte. Können wir natürlich gleich gerne machen. Ich wette, das Speicherbuch, das existiert auch gar nicht. Das ist auch nur eine Einbildung. Aber. Ja, war die Richtung hoch. Aber. Ach, den von dem PC installiert. So schön. Neuer Inhalt, Musikordner, klasse. E-Mails. Ja, wie Klopf, Klopf. Das haben wir doch schon alles gelesen. Ah ja, stimmt, okay, das kann sein, weil. Warte mal. Hey, Tim, ich habe vorhin an deiner Tür. Achso, nee, doch nicht, habe ich doch nicht gelesen. Aber du bist nicht rausgekommen. Was ist los mit dir? Naja. Willst du heute etwas unternehmen? Hier ist langweilig. Deswegen frage ich, wenn du Bock hast, dann besuch mich in mein Zimmer und sag Bescheid. Also war es doch Alex, der von geklopft hat. Doch wieso habe ich ihn nicht gesehen? Hm, vielleicht soll ich mal einen Blick in sein Zimmer werfen. Okay. Machen wir auch gleich. Genau, die Werbung haben wir, aber Virginia News-Ticker. Aber wie gesagt, vielleicht ist der Speicherpunkt da auch nur eine Einbildung. Und denn der Plot-Twist ist ja wahrscheinlich, dass wir in Wahrheit noch gar nicht gespeichert haben. Die ganzen Speicherungen waren auch nur Einbildung. Betreff Virginia News-Ticker, die brandneuen Inland-News von heute. Frau stürzt sich zu Tode. Eine junge Frau ist gestern Abend in Richmond aus dem 8. Stock eine Wohnung gestürzt. Jede Hilfe kam für sie zu spät. Die Polizei geht von einem Selbstmord aus, da es keine Hinweise auf einen Einbruch oder sonstige fremde Handlungen gab. Zum Leidwesen der Beamten waren leider keine Zeugen vor Ort, die befragt werden konnten. Auch die Identität der jungen Frau konnte bis jetzt noch nicht ermittelt werden. Die Untersuchungen zu diesem tragischen Ereignis bleiben weiterhin am Laufen. Seltsames Vogelmassensterben. Vor zwei Tagen wurde ungewöhnliche Aktivitäten von Vogelschwärmen in Roanoke und den angrenzenden Gebieten gesichert. Etliche Vögel verschiedenster Arten flogen panisch und wild durch die Lüfte, bis sie schließlich in Scharen tot zu Boden fielen. Naja, Hauptsache Sion ist nicht dabei. Menschen auf den Straßen, die dieses Spektakel beobachteten, berichteten völlig verstört, dass es wie ein apokalyptisches Ereignis gewesen war. Forscher auf dem Gebiet sind alarmiert und können sich dieses Rätselfall nicht erklären. Wir bleiben dran. Wo ist der Pfeil? Ach, da. Obdachlose vermisst. Eine ungefähre Anzahl von Obdachlosen sind am 12. des Monats aus einer Asylunterkunft in Chesapeake als vermisst gemeldet worden. Das Mysteriöse daran ist, dass das Verschwinden abrupt und furchtbar schnell passierte. Pastor Kelly, der für die Unterkunft zuständig ist, gab an, dass in der besagten Nacht ein Stromausfall herrschte, der nur wenige Minuten anhielt. Danach seien die Obdachlosen wie vom Erdboden verschluckt gewesen. Die Polizei untersucht den Fall. Unfall in Kanalisation. Am gestrigen Abend kam es zu besorgniserregenden Komplikationen in Roanoke Abwassersystem. Zum aktuellen Stand sind noch keine Einzelheiten bekannt, jedoch gab es verletzte Kanalarbeiter. Erste Indizien deuten auf einen Bruch der Hauptrohre hin, die eine erhebliche Beschädigung des unterirdischen Konstrukts verursacht haben soll. Bestimmte Ortsteile von Roanoke laufen womöglich nun Gefahr, dass Trinkwasser durch Abwasser kontaminiert werden können. Wir halten sie auch hier auf dem Laufenden. Nee, nicht ausschalten, aber zurück. Nein, nee, Mann, ich muss doch irgendwo zurückgehen, Mensch. Achso, natürlich auf X. Warum, warte mal, ich habe das Fenster doch nicht ausgewählt als Hintergrund. Ah ja, richtig, richtig. Das ist ja immer noch Speicherdatei von Loni. Verdammt. Katte ist online. Selbst hier mitten stört mich ihre Anwesenheit. Sieh an, sie ist abwesend. Sicherlich nur, weil ich gerade online bin. Aber kein Problem, mir soll es recht sein. Oh, Gott sei Dank. Wie ist das denn? Soll ich mit dieser Person chatten? Miroshad möchte mit dir Shandys. Ja. Miroshad. Hi. Hallo. Wie geht's dir? Geht so? Was machst du so? Ich chatte gerade mit dir. Ich meine, was du noch sowas aus mit mir zu chatten? Eigentlich nichts, weil der Tag hat erst früh für mich angefangen. Was? Es ist aber schon Nachmittag. Hast du so lange geschlafen? Ich hatte schlecht geträumt. Willst du mir erzählen, was du so geträumt hast? Etwas Schlimmes. Es fühlte sich sehr echt an, als ob ich in diesem Traum gefangen war. Warum erzähle ich dieser Person das? Klingt ziemlich übel. Und weiter? Oder kannst du dich nicht mehr daran erinnern? Das ist ja das Schlimme. Ich kann mich noch an jedes einzelne Detail erinnern. Selbst Schmerzen und Angst fühlten sich echt an. Es war schrecklich, dieses Feuer. Ich kann einfach nicht aufhören, darüber zu schreiben.
Das tut mir leid. Weißt du, dass solche Träume immer eine bestimmte Bedeutung haben? Ich weiß, dass das Gehirn bzw. das Bewusstsein Dinge aus dem Alltag verarbeiten muss. Das stimmt, aber manchmal, wenn die Träume schlimmer werden und sie mit der Realität nicht mehr zu unterscheiden sind, sind es nicht nur alltägliche Bewältigungsprobleme, es ist etwas Tiefsitzendes aus der Vergangenheit. So, ich wüsste nicht, um was es sich dabei handeln könnte, was dieser Alter rechtfertigt. Vergangenes kann niemals vergessen werden. Selbst wenn man es versucht, die Vergangenheit holt einen früher oder später wieder ein. Oh ja, das kenne ich. Hm, ich kenne dich zwar nicht, aber deine Worte ringen zum Nachdenken an. Man sollte mit sich immer im Reinen sein, um eine sorgenfreie Zukunft zu haben. Okay, ich weiß zwar nicht, wer der Typ ist, aber das sind weise Worte. Sag mal, bist du so etwas wie ein Therapeut? Ja, oder sie ist weg, komisch. Was ist denn los mit mir? Als ich die Anfrage angenommen habe, hatte ich keine Hemmungen. Alles sprudelte aus mir heraus, als ob ich Miro Schad schon seit Jahren kennen würde. Das war echt seltsam. Ist das einfach gelöscht? Hm, mysterious, dieser Typ. Aber, bevor wir hier weiter mit irgendwelchen fremden, zwielichtigen Leuten chatten, möchte ich erstmal hier... Das Slipstream, das hatten wir doch schon. Ah ja, mein Gott. Ja, okay, das kann natürlich sein, dass jetzt einige Dinge hier noch anders sind, weil das ja, wie gesagt, der Save von Stitch ist, weil ne, ging ja jetzt nicht anders, weil ich ja eben da nicht weiterkam bei der einen Stelle, aufgrund des sehr seltsamen Bugs. Aber hier, das ist mir lieber. Blau ist... Das hat eher was Beruhigendes für mich. Der Chat. Hä? Der war vorher nicht da, der Martin L., wer auch immer das sein soll. Katte, ich will mit dir eigentlich gar kein Gespräch anfangen. Ja, dann ist ja alles gut. Ach, Moment mal, hier sehe ich ja... Ey, Schleichwerbung. Dampftraum. Freche Schleichwerbung. Dreist Schleichwerbung. Okay, Outrage ist 4. Ich möchte gerade... Erstmal gucken, was zur Verfügung. Lucky Chucky, Play for Your Time. Bisher habe ich jedes Spiel davon gespielt, was hier in der Werbung ist. Zeig mir mal bitte was Neues. Nutzlos. Ultimate Uses Uselessness. Okay, ich habe wieder gerade nutzlos Vibes. Das habe ich natürlich auch schon gespielt. Hidden Shadows. Das ist doch das Spiel von Murdo, ne? Das, okay, das habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Soll ich mal Opa vielleicht machen? Ich weiß aber noch nicht mal, ob da eine Demo von raus ist. Ex Beach Ball. Ja, gut, das sieht jetzt nicht nach dem Spiel für mich aus, tatsächlich. Venustus Femming? Das kenne ich überhaupt gar nicht. Das sagt mir gar nichts. Vampsor? Okay, nee, das ist auch eine Spielreihe, die nichts für mich ist. Succubus Kiss. Ich glaube, es geht los. So, was haben wir noch? Conquer the World. Seven Warrior. Ja, das ist allerdings ein Spiel, was ich noch nicht gespielt habe, aber unbedingt nochmal spielen möchte, ganz klar. Ja, und dann geht's wieder los mit der Frau. Gut, dann schauen wir mal, was der Kai jetzt so macht. Hey, Bro. Bist du wieder klar im Kopf? Du hast dich gestern echt creepy verhalten. Hey, was geht? Hey, was genau meinst du? Ist ja nett, dass du mit Intimfotos, dass du Intimfotos von dir schickst, aber ich glaube, die waren nicht für mich bestimmt. Oder? Gefallen sie dir? Was zum Teufel? Haha, sehr witzig. Gefällen sie dir? Da steht auch gefällen, ne? Ich meine, das sind diese Erdpünktchen. Ja, komm. Mit diesem hinterhältigen Smiley-Blick da. Hoffentlich hat dir gefallen, was du gesehen hast. Ja, ich habe sie direkt mal well mit well geteilt. Was ist das denn für Smileys? Aha. Wir werden wohl nie erwachsen. So gut. Wäre auch zu traurig, wenn wir das verlieren würden. Die Welt ist schon beschissen genug. In der Tat. Wenigstens das buttert mich noch auf. Ist alles okay mit dir, Bro? Ja, alles gut. Bei dir? Passt soweit. Ich bin momentan bloß wieder etwas erkältet. Oh Mist, dann gute Besserung. Danke dir, Bro. Aber warum ich wirklich schrieb, ist folgendes. Gestern ist etwas sehr Komisches passiert. Das war sogar ziemlich unheimlich. Etwas Unheimliches. Ja, du hast mir sehr merkwürdige Nachrichten geschickt. Inwiefern? Ich hoffe, nichts Peinliches. Nein. So ein komischer Salat aus verdrehten Buchstaben und Zahlen und dazwischen waren seltsame Zeichen, die aus den Zeilen verrutscht waren, hat irgendwie alles keinen Sinn ergeben. Genau wie die ganze Story hier. Okay, das klingt jetzt ziemlich abgefahren und gruselig. Ja, war es auch. Sowas habe ich echt noch nie gehabt. Warte, ich schicke dir einen Screenshot.
Und das war jetzt natürlich nicht böse gemeint, natürlich mit das ist wirklich ein Sinn, aber naja, ist natürlich auch nur so ein Angriff, aber muss ich schon sagen, dass auch wenn das alles schon richtig cool gemacht ist mit dem Spiel und Horror und stimmungsmäßig, aber und im Kern kann man vielleicht schon so interpretieren, worum es da so ungefähr geht hier in der Story, aber naja, machen wir uns nichts vor, es ist auch sehr verstörend, ne, dass man naja, viele Dinge dann trotzdem nicht so richtig versteht, ne? Das ist ja wirklich ziemlich seltsam. Ich kann mich absolut nicht daran erinnern, dass ich gestern am PC war, geschweige denn, dass ich irgendwas an meine Freunde geschickt habe. Okay, das ist schon wirklich seltsam. Was ist los? Es ist alles weg, ich begreife nicht. Vorhin war es noch da gewesen, ich schwör's. Vielleicht war es ein Wubox-Book. Möglich, aber dennoch sehr eigenartig. Auch, dass es nun verschwunden ist. Hm, na, falls das nochmal passieren sollte, dann mach unbedingt ganz schnell ein paar Bilder und schreib den Support von Wubox an. Ja, ist wohl das Beste, was man machen kann. Jedenfalls wollte ich mich nur vergewissern, dass alles in Ordnung ist und dass ich mir keine weiteren Sorgen mehr machen brauche. Weißt du, in Verbindung mit den Anrufen, an die du nicht rangegangen bist, war das schon echt wie im Horrorfilm. Ach, du musst ja da keinen Kopf machen. Das war bestimmt nur was Harmloses. Hoffentlich. Aber warum bist du gestern nicht ans Handy ran? Naja, irgendwie muss ich das bei mir zu Hause verlegt haben. Ich muss dann mal nachsehen. Verstehe. Sei aber nicht überrascht, wenn du darauf etliche verpasste Anrufe und Nachrichten hast. Naja, du hast mich ja jetzt vorgewarnt. Lol. Achte du jetzt mal lieber darauf, dass du wieder fit wirst. Ja, du hast recht. Mich kotzt das echt an, dass mich so eine Erkältung immer gleich richtig ausnockt. Das ist wirklich beschissen. Kopf hoch, du kommst wieder auf die Beine. Das sagt sich so einfach. Naja, wir haben ja auch gerade die passende Jahreszeit für Erkältungen und so weiter. Deck dich ordentlich mit Vitamin ein und bleib einfach zu Hause. Ist eh das Beste, was man aktuell bei dem Wetter machen kann. Ja, da hast du recht. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal krank war. War ich überhaupt mal krank gewesen? Kein Plan. Jedenfalls ist das scheiße, die ganze Zeit kraftlos ans Bett gefesselt zu sein. Vor allem, ich muss noch so viel Zeug regeln, aber das wird schon, wenn ich wieder fit bin. Nur kein Stress. Wenn du Hilfe brauchst, ich versuche mein Bestes, dich zu unterstützen. Danke, Bro. Das weiß ich zu schätzen, aber komm erstmal mit deinem Zeug klar. Du hast doch selbst zurzeit auch deine Probleme. Es bringt nichts, wenn du dir noch andere aufbürdest oder so. Naja. Da war ich ein bisschen zu schnell. Gut, dann werde ich dich erstmal in Ruhe dein Handy suchen lassen. Kannst ja dann nochmal schreiben oder anrufen. Jo, mache ich. Alles klar, Bro. Bis später. Bis später, Bro. Schon komisch, was da bei Kai ist passiert. Es war ganz sicher nur ein Bug. Was soll denn sonst gewesen sein? Wubox hatte schon immer seine Macken und das war wahrscheinlich eine davon. Ich werde mich markieren, wenn ich meine wiedergefunden habe. Okay, man kann also tatsächlich nur einmal mit jedem chatten, wie es aussieht. Gespräch starten, aber ich dachte, der ist offline, weil da. Der ist auch rot. Oh, anscheinend auch nicht. Tach! Was geht ab? Auch schon ausgeschlafen? Ja, ich habe etwas verschlafen. Etwas ist gut. Ich muss mir erstmal etwas Kaffee reinkippen, um munter zu werden. Joa, immer machen. Aber mal zu was anderem. Kias hat mich gestern pausenlos verrückt gemacht. Ich hab's irgendwie nicht verstanden. Was war gestern los? Ja, was hat er denn angestellt? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So schlimm also? Er hat gar nicht aufgehört, mir die Ohren voll zu jammern. Ich hab's mitgekriegt. Kias hat mir schon alles erzählt. Hat er bei dir auch so viel Panik gemacht wie bei mir? Eigentlich nicht. Ich find's aber schon ziemlich creepy, was da passiert, du nicht? Kein Plan. Ich glaube, ihr macht die Sache wieder schlimmer, als sie ist. Solche neuen Anwendungen sind anfangs immer noch voller Kinderkrankheiten. Klingt aber für mich eher nach Virus. Ziemlich gruselig. Ach was, sicher nur ein Bug von Wubox. Sicher? Wäre es nicht angebracht, dass wir der Sache mal nachgehen? Klar, wenn wieder sowas passiert, aber ansonsten sehe ich keinen Grund zur Panik. Okay, wenn du das sagst, du bist der Experte von uns. Klar, das ist sicher harmlos. Wird schon nix sein. Vielleicht hat Kai es auch einfach nur rumgepfuscht. Aha, vielleicht. Ist denn bei dir auch so etwas Gruseliges passiert? Nein, nur dass mit Kai es und mein Handy vorgespielt hat. Dein Handy? Was war denn da los? Keine Ahnung. Ich habe es jetzt noch nicht nachgesehen. Bestimmt wieder eine Ex von mir. Eine von tausend. Bleib locker, OT. Das wird schon nix sein. Vielleicht hat auch einer aus seiner Familie an deinem Computer rumgespielt. Alles möglich. Kann sein. Ich würde trotzdem gerne wissen, was gestern wirklich passiert ist. Und vor allem, weil ich mich nicht daran erinnern kann. Nicht, dass jemand Fremdes meinen Account gehackt hat.
mach dir da keine Gedanken. Beobacht wir das Ganze und dann können wir immer noch sehen, was wir dagegen tun können. Im schlimmsten Fall kriegt der Kundenservice von Wubux mein Schuh an den Kopf oder beide. Okay, ich meine, wir können erstmal hier nichts weitermachen. So sieht's aus. Ihr habt euch mal wieder unnötig viele Gedanken gemacht. Scheinbar. Okay, gut, danke dir, Bro. Ich gehe erstmal mein Handy suchen. Na, das erklärt, warum Kaius dich nicht erreichen konnte und warum du so lange gepennt hast. Sie ist alles halb so wild gewesen. Da war die ganze Aufregung für umsonst. Ihr Pappnasenbaum mal eine mit der Bratpfanne über den Kopf gezogen. Na dann, such mal dein Handy, hau rein, bis später. Alles klar, bis denn. Was ist gestern noch passiert? Das macht mich wahnsinnig, nicht zu wissen, was los war. Vielleicht von meinen Eltern oder mein Wissen am Rechner und das Ganze ist harmloser als gedacht. So, und wer auch immer der Martin L. ist, schauen wir mit ihm auch. Hey Tim, wie geht's dir? Hey Martin. Hm, so wie immer schätze ich. Okay. Ich schreibe dir hier, weil du nicht an dein Handy gehst. Ich wollte wissen, ob das in Ordnung ist. Mein Handy? Oh, ich glaube, da muss ich irgendwo rumliegen. Muss ich irgendwo rumliegen. Ich werde danach suchen. Du hattest gestern mehrmals versucht, mich anzurufen. Ach, wirklich? War aber leider zu beschäftigt gewesen. Deswegen habe ich jetzt über Wubox probiert. Ist wirklich alles in Ordnung? Ja, alles bestens. Ja, es ist wie... Es ist so wie immer. Naja, bestens ist es nicht wie immer. Na, höchstwahrscheinlich. Warum interessiert dich das? Ja, höre mich schon um Wissen. Was ist mit dir? Mit dem falschen Fuß aufgestanden? Irgendwie schon. Aber alles gut. Mach dir keinen Kopf. Was hast du? Es ist gut. Erzähl doch einfach, was los ist. Als ob du das verstehen würdest. Schön. Ich hatte einen üblen Traum. War wie echt. Und der totale Horror. Es wurde immer schlimmer, aber ich konnte nicht aufwachen. Du guckst einfach zu viele kranke Horrorfilme und zockst diesen morbiden Mist auf dem PC. Das wird natürlich... wahrscheinlich. Das wird einfach das ganze Spiel erklären. Wahrscheinlich guckt er einfach nur zu viele kranke Filme und träumt dann so intensiv. Und das ist wahrscheinlich dann, ja, der Plot hinter dem Spiel, ne? Ich wusste, dass er das schreibt. Kein Wunder, dass du dann sowas träumst. Ist gut, vergiss es. Ehrlich, Tim, du sollst dich mal mit etwas positiven Sachen beschäftigen. Und dann hockst du den ganzen Tag in der Bude und machst immer nur dasselbe. Kein Wunder, dass man da eine Macke bekommt und die Zeit kriegst du nicht wieder zurück. Du verstehst das einfach alles nicht. Dann erklär's mir bitte. Kein Bock, wieder vom Urschleim anzufangen. Ich habe diesen ganzen Erklärungen und Rechtfertigungen, meine Person, mein Problem einfach satt. Weil es jede verharmlose oder schlechte Phase hat, die in euren Augen von alleine weggehen soll. Gut, dann kann ich dir nicht helfen. Dann mach so weiter wie bisher und das wird sich nichts ändern. Hilfe, sieht für mich anders aus, als mir ständig vorzuschreiben, wie ich hier so Leben habe. Sag Mom und Dad, dass ich mich gemeldet habe und dass ich sie heute Abend anrufen werde. Kriegst du das wenigstens hin? Hast du mich gerade? Sag es ihnen einfach und ich melde mich. Bis dann. Ja, bis dann. Mein Bruder versteht absolut gar nichts. Er hat sich aus dem Staub gemacht und sich von all dem distanziert. Die einzige Hilfe von ihm war, dass er mich zu Sachen überredete, die nur ihm gefielen. Ausflüge und mit Gruppen abzuhängen ist einfach nicht mein Ding. Snüff. Ja, danke für das nette Gespräch. So. Meine Güte, da war ja noch ganz schön viele Kontakte, war. Können wir jetzt echt mit allen von denen reden? Mein Gott. Naja, gut. Gehen wir erstmal in chronologischer Reihenfolge vor, wenn dem so ist. Ja, schlagen wir vor. Ja, dann gehen wir auf Abby. Abyss. Erstmal Profil ansehen vielleicht. Name Abigail S. Geschlecht weiblich. Geburtstag 17.05.1992. In Klammern 18. Wohnort Roanoke. Virginia. Hobbys geht dich nichts an. Aha. Achso, schwere Zeiten. Erwartet keine Antworten. Hm. Ja, schreib mal vor, dann schreiben wir sie auch gleich an, ne? Genau. Hi, lang nichts mehr gehört. Genau genommen habe ich noch nie was von ihr gehört. Hey, lebst du noch? Ja, wahrscheinlich, ne? Hi, Abby, wie geht's? Doch nichts schreiben. Ja, komm. Hier, das mit dem lang nichts mehr gehört stimmt zwar nicht, weil ich noch nie was von ihr gehört habe, aber... Ja, ich weiß auch nicht, warum ich fragen sollte, ob sie noch lebt, weil ich die auch nicht kenne. Ja, komm, fragen wir einfach, wie geht's, so. Ich hoffe gut. Stimmt. Die schreibt ja auch mit, also, beziehungsweise ich höre hier dieses Tastenklappern quasi. Wenn man auf der Tastatur quasi so, ne?
mit den Fingern da gewisse Wörter eintippt. Das ist auch ein schönes Detail, finde ich. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr die auch so deutlich hören könnt wie ich, aber naja. Man hört es auf jeden Fall. Moment mal. Ich habe es doch gerade angeschrieben. Nachdenken erstmal. Abby kenne ich nur durch den Chat. Habe sie in echt noch nie gesehen. Sie ist eigentlich sehr nett und auch ziemlich cool. Bloß manchmal wirkt sie etwas aggro auf mich, wobei ich ihre direkte Art irgendwie mag. Sie meinte, sie würde meinen Vater kennen, weil jemand, den sie gut kennt, mit ihm zusammenarbeitet. Hm. Bis jetzt habe ich Dad noch nicht drauf angesprochen. Hm. Das letzte Mal habe ich vor knapp einem halben Jahr geschrieben. Ich würde echt gern wissen, was mit ihr los ist. Nochmal anschreiben? Ich habe sie schon geschrieben. Ich warte, bis sie antwortet. Und was ist, wenn sie nicht antwortet? Na egal, dann tue halt nichts. Wer ist dieser zwielichte Agent Pinguin Master? Was soll das für ein Vogel sein? Profil ansehen. Agent Pinguin Master. Hurra. Name? Murdo Kilian. Geschlecht? Männlich. Geburtstag? 1.9.1991. 19? Ah ja, ja stimmt, das spielt ja. Das spielt ja ein paar Jahre vorher quasi. Wohnort Berlin City, Berlin. Hobbys, Videospielen, Schwimmen. Ja gut, das hätte ich von der Pinguin auch nicht anders erwartet. Also das Schwimmen, das Videospielen. Ja, das ist jetzt nicht ein typisches Pinguin-Hobby, aber na gut. Ja, nicht ausschalten, nein. Genau, anschreiben. Was macht das Zocken? Agent Pinguin Master, bitte kommen. Haha, diese Pinguin-Mütze ist einfach zu geil. Hey, Kollege, Pinguin Master hier, over and out. Grüß dich, wie geht's dir so? Ganz gut soweit. Kann mich nicht beschweren. Aktuell habe ich viel gutes Material zum Zocken. Naja, die Jam ist eigentlich jetzt vorbei, ne? Naja gut, zumindest für mich jedenfalls. Für ihn vielleicht noch nicht. Das weiß ich zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, noch nicht. Und bei dir so? Naja, bei mir ist nichts Besonderes. Jeder Tag ist so wie immer. Lone Wolf, das ist doch öde. Hast du denn gar nichts zu tun? Wenn du was zum Zocken brauchst, kann ich dir gerne ein paar Spiele empfehlen. Jo, ein paar Spiele zum Ablenken kann ich gar nicht so verkehrt. Was hast du denn im Angebot? Der Sonnenorden. Gerade habe ich frische Ware von Well Games bekommen. Richtig krasser Scheiß. Ich habe mal Outrageous angezockt. Absolutes Hammer-Game. Witz und Action. Mein Gott, ist das eine 30 Schleifwerbung hier. Da kann ich ja ruhig auch, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, hier 30 für Sonnenorden Werbung machen. Also bitte Sonnenorden spielen, ne? Ohne Ende. Und es ist sackschwer. Naja, zumindest, wenn man sich nicht ganz so blöd anstellt. Anspruchsvoll ist es auf jeden Fall. Haha, klingt gut. Ich glaube, das werde ich mir mal ansehen. Ist ja jetzt nicht gerade der neueste Teil erschienen? Teil 4, oder was? Teil 4 war zu dem Zeitpunkt der neueste. Ach du meine Güte. Genau. Unbanned God heißt der neueste Ableger. Well Games bringt in so kurzer Zeit ein Spiel nach dem anderen raus. Da kommt man als Lesbär ja gar nicht mehr hinterher. Es sei denn, man heißt Bärenbruder. Lol, aber wenigstens hat man dann einige Spiele auf Vorrat. Das stimmt. Ansonsten kann ich noch das Glücksspiel Lucky Chucky empfehlen. Wenn du nicht unbedingt scharf drauf bist, aus Frust in die Kantone zu beißen, dann ist vielleicht eine Auswahl von mehreren Minispielen genau richtig. Ist im Prinzip etwas arcade-lastig aufgebaut und ist eine lockere Alternative zu Well Games Action-Gemetzel. Also mehr oder weniger, um sich zu entspannen. Nicht, dass ich doch spielsüchtig werde. Naja, ein Gutes hat es, dass man da kein echtes Geld verzocken kann. Ach, ich glaube, das wird so schnell nicht passieren. Und nun zu Nutzlos. Hm, was ist Nutzlos? Nichts ist nutzlos, so heißt das Spiel. Ach so. Ja, das kann ich in der Tat auch sehr empfehlen. Man spielt einen unterdurchschnittlichen Typen, der absolut nutzlos in seiner witzlosen Welt lebt, in der alles so sinnfrei und einfach ist, dass es schon wieder normal ist. Doch dann kommt der Kniff und der nutzlose Held wird durch ein Portal in sein größtes Abenteuer geschickt. Klingt ja fast nach einer Personenbeschreibung von mir. Bis auf das mit dem Portal. Na, mal abwarten, ob das Spiel dann wirklich am Ende deine Real Life nachempfunden ist. Ein gruseliger Danke, wenn mein Leben als Vorlage für ein Videospiel dienen würde. Okay, weiter im Text. Auch wieder ein Spiel von Well Games. Ich werde bekloppt. Nennt sich, pass auf, Well Games Fighter X Edition Hot Fighter Stars. Was ein Name. Ein Spiel, in dem man mit sehr vielen bekannten Videospielfiguren gegen Horden von Orks, von Gegnern, mein Gott, ich lese jetzt schon Sachen, die ich hier lesen möchte, kämpfen muss. Jeder Kämpfer hat seine eigenen Skills und lässt sich dann unterschiedlich steuern. Und zudem gibt es noch etliches freischaltbares, neue Figuren, Kostüme und ein Ball-Minispiel.
Davor gab es schon zwei Versionen, aber diese hier ist nur die aktuelle, als aktuellste Version, quasi eine Erweiterung. Puh, da habe ich ja ordentlich zu tun in Zukunft. Wahnsinn, ich fasse es nicht. Heiliger... Valgames hat schon den nächsten Teil zu Outrageous angekündigt. Na, da brauche ich mir ja für die Zukunft keine Sorgen zu machen, was den Nachschub angeht. Junge, jetzt spielt endlich Sonderort, was soll das? Wahnsinn, Valgames ist ja wie eine Maschine. Verrückt, oder? Na gut, ich muss dann mal weiterzocken. Ich habe noch viele Let's Plays vor mir und das alles spielt sich nicht von selbst. Alles klar. Na dann, frohes Zocken weiterhin. Danke dir. Sehr gut. Pikmin Master ist echt eine gute Quelle, wenn es um die neuesten und besten Games geht. Ich werde seine Tipps auf jeden Fall im Auge behalten. Ja, was heißt beste Games? Sonderort war nicht dabei, also ist das auch nur so eine Halbwahrheit. So, dann... Moment, Pikmin Master hat seine Sales zu tun. Ich will, achso, okay. Okay, man kann tatsächlich nur einmal mit hier schreiben, wie es aussieht, nachdenken. Pikmin Master kenne ich von den Let's Plays, die ich mir mal eine Zeit lang über angesehen und ziemlich gesuchtet habe, als es mir richtig dreckig ging. Er hatte immer ziemlich gute Spiele gezockt und nebenbei gut unterhalten. Als ich später auf der Suche nach anständigen und guten Videospielen war, habe ich ihn einfach mal angeschrieben, damit er mir ein paar Vorschläge macht. Und ja, bis heute ist das so geblieben. Es gibt echt wenig Let's Player, die so nett sind und persönlich auf einen zukommen, wenn jemand mal Fragen hat. Echt korrekt. Und ich bin einer dieser wenigen. So, wisst ihr Bescheid. Anschreiben, Cosmo. Ich wüsste jetzt nicht, was ich Cosmo schreiben könnte. Ich hätte gesagt, auch nicht. Deswegen nachdenken. Cosmo ist ein ziemlich witziger Typ. Und immer für Spaß zu haben. Ich lernte ihn kennen, als er auf meine Arbeiten aufmerksam wurde, die ich im Internet veröffentlicht hatte. Er fand sie ganz cool und seitdem unterstützt er mich finanziell ein klein wenig. Aber auch mit Ratschlägen und Tipps hilft er meistens, was ich wirklich sehr zu schätzen weiß. Er und Val blödeln ab und zu mal rum, was schon ziemlich lustig ist. Ich glaube, ohne diesen Humor würde mein grauer Alltag richtig ätzend sein. Cosmo ist unkompliziert und voll korrekt. Ich glaube, mit ihm kann man ganz gut abchillen und ein paar Bierchen trinken. Anschreiben nochmal. Ach Gott, was für eine Enttäuschung. Na gut, aber gut. Er ist der Admin, hat sicherlich Besseres zu tun. Profil ansehen. Christel Fischer an die Macht. Name: Guido Silberstein. Geschlecht: männlich. Ob das tatsächlich der richtige Name ist? Guido Silberstein? Muss ich gleich mal auf Facebook gucken. Uns talken. Geburtstag: 29.08.1990. Wohnort: Lexington, Kentucky. Echt, tatsächlich? Naja. Obwohl, ja. Man weiß es nicht, ne? Hobbys: Videospiele, Filme. Ja. Ansonsten können wir ja leider nichts tun. Okay, ja, stimmt. Mit denen hatten wir ja schon. Alles klar, alles klar. Dann denken wir ein bisschen über ihn nach. Kais kenne ich schon seit ungefähr 3 Jahren. Als Videospielentwickler schrieb er mich damals wegen einigen Aufträgen an. Ich sollte ein paar Bilder für sein Projekt zeichnen und hier und da ein bisschen helfen. Wir haben uns auf Anhieb ziemlich gut verstanden und befinden uns auf einer Wellenlänge. Und seitdem sind wir ziemlich beste Freunde geworden. Er hat mich schon oft unterstützt und mir etliche Male geholfen, genauso wie ich es bei ihm tat. Ich hätte niemals gedacht, dass es doch noch Menschen außer der Familie mal gibt, denen ich vertrauen kann und mit denen ich mich wirklich gut verstehe, ganz egal, was passiert. Ich würde sogar sagen, dass er wie ein Bruder für mich geworden ist. Aber ein Profil wollen wir noch sehen. Also der Kaius. Schmerz ist vergänglich. Was bleibt, ist der Stolz. Name: Marcel Eastwood. Geschlecht: männlich. Geburtstag: 20.06.1988, 22. Wohnort: Toledo, Ohio. Hobbys: Rap, Videospiele. Ja, dann weiterhin nichts tun. Jitsu Cohen. Erstmal ihr Profil, genau. Warte mal, ich dachte, der Jitsu, der ist eine Schnecke. Das ist doch Betrug. Ich bin eine sehr langsame Schnecke. Und warum ist ein Mensch abgebildet? Was soll das? Name: Waldemar Parker. Geschlecht: männlich. Geburtstag: 5.05.1988, 22. Wohnort: San Antonio, Texas. Okay, ich glaube, das mit den Wohnorten ist dann wahrscheinlich nicht wahr. Aber alles andere könnte eventuell passen. Obwohl, ja gut, vielleicht der Name auch nicht unbedingt. Naja, Hobbys, Spiele, Entw. Filme. Anschreiben.
Jetzt hat bestimmt viel um die Ohren. Ich will ihn jetzt nicht sinnlos zutexten. Ja gut, wahrscheinlich ja, so eine lahme Schnecke, das wird er wahrscheinlich eh sehr langsam schreiben, von daher vielleicht gar nicht so schlecht. Profil, Katte, nichts als Enttäuschungen. Aha. Ein bisschen, wie wär's mal mit ein bisschen positivem Denken? Kann auch nicht schaden, bestimmt. Name, Katte Thompson, Geschlecht weiblich. Geburtstag, 27.07.1987, 23, Wohnort Richmond, Richmond, also reicher Mond. Virginia. Hobbys, ausgehen, chatten. Anschreiben. Achso, ja stimmt, da war ja was. Kentaro. Profil ansehen. Bin am Arbeiten, bitte nicht stören. Ich tue es gleich trotzdem. Name Philipp Miller. Geschlecht männlich, Geburtstag 8.3.1993. 17. Wohnort Portland, Oregon. Hobbys, lesen, Videospiele. Direkt anschreiben und stören. Ich habe momentan keinen Grund, Kentaro. Ah, Mann. Was für eine Enttäuschung. Kirimoa. Aber hey, ich finde es sehr sympathisch, dass dass der Muro wenigstens damit uns geschrieben hat von den Leuten hier. Achso, richtig. Erstmal Profil. Kirimoa. Was ist ein Tag ohne die Nacht? Ich würde sagen Tag ohne Nacht. Name Christian Kennedy. Geschlecht männlich. Geburtstag 1.3.1990, 20, Wohnort Montreal, Quebec. Hobbys, Videospiele, Programm. Anschreiben. Soweit ich weiß, ist Kirimoa ziemlich viel beschäftigt. Stimmt, ich glaube, der entwickelt gerade hier das Remake, das Remaster von Vampire Storm. Ich störe ihn besser nicht, es gibt keinen Grund. Kyren, Profil. Bald ist es soweit. Ich freue mich. Also Name Sarah Melanie Baker. Geschlecht weiblich. Geburtstag 8.3.1992. 18. Wohnort Camden, Maine. Hobby zeichnen Videospiele. Wie wär's denn mit Anschreiben? Heike, wie geht es dir? Ach, das ist immer so langweilig. Kirin, wie kommst du voran? Ja, genau. Wie kommst du voran? Ich weiß zwar nicht, womit sie vorankommen sollte, aber warum nicht? In letzter Zeit war es recht stumm um sie. Oh, hey, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich hätte gesagt auch nicht, dass du mir zurückschreibst. Hey, wie geht's dir? Alles gut soweit? Ja, soweit schon, danke. Was machst du gerade so? Arbeitest du noch an deinem Webcomic? Ach herrje, schon länger nicht mehr. Da mir einfach die Lust und die Motivation fehlt. Okay, verstehe. Was ist denn los? Kann ich nicht so direkt sagen. Es ist halt alles momentan irgendwie festgefahren. Mist, tut mir leid. Und dabei sind deine Zeichenskills echt gut. Schade, dass sie dann nur so vor sich hingammeln und nicht optimal von deinen Auftraggebern eingesetzt und genutzt werden. Ach, am Ende hat er sowieso kein interessiert, was ich da fabriziert habe. Ha, ha. Quatsch, red dir das doch nicht ein. Du solltest mir Selbstvertrauen in deine Kunst haben. Denn ohne Witz, dein Zeug ist wirklich gut. Du kannst Sachen, die ich wiederum nicht könnte. Dankeschön, das freut mich. Aber zur Zeit zieht mich da in der Richtung alles irgendwie runter. Kann ich verstehen. Vielleicht brauchst du mal einen Tapetenwechsel. Ich gleiche das mit Zocken aus. Das macht mir Spaß und lässt meine Gedanken nicht kreisen. Hm, na, immerhin ein wenig. Der Spaß am Zeichnen kommt bestimmt irgendwann wieder. Bloß wenn ich das erzwinge, kommt dabei am Ende nichts Brauchbares heraus. Ja, das stimmt. Bei mir ist das auch nicht anders. Aber ich werde über deine Worte nachdenken. Eigentlich hast du ja recht. Doch wenn man einmal in bequemen Umständen ist und man sich an die Leute gewöhnt hat und man sie mag, dann ist es schwer, von alleine aus diesen Verhältnissen herauszukommen. Sehe ich ein. Hauptsache, du lässt dich nicht ausnutzen oder sonst was. Nein, nein, alles gut. Okay, dann viel Erfolg weiter und lass dich nicht unterkriegen. Dankeschön, bis bald. Wenn sie etwas gefunden hat, was ihr momentan Freude bereitet, dann umso besser. Ich wünsche mir echt für sie, dass sie einen Platz in dieser verrückten Welt findet, der ihr gut tut. Nachdenken. Martin ist der älteste von uns dreien. Er war schon immer irgendwie für sich und völlig unabhängig gegenüber meinen Eltern. Wenn es Alex und ich uns eher immer zu diesem Haus zog, dann war Martin derjenige, der sich eher davon distanzierte. Ich weiß nicht genau wieso, aber ich glaube, dass es mit unseren Eltern zusammenhängt. Martin musste in seinen jungen Jahren relativ oft vieles alleine bewältigen, ohne die Unterstützung von Mom und Dad, da sie selbst noch jung und sehr beschäftigt war. Ich verstehe ihn und warum er manchmal so ist, wie er ist. Ich merke seinen Groll aus der Vergangenheit immer noch leicht. Doch weiß ich nicht, was ich dagegen tun könnte. Manchmal beneide ich ihn, dass er die Freiheit besitzt, die ich nicht habe. Was zum Teufel war das denn? Boah, schön, bloß weg da.
Nochmal anschreiben. Achso, ja. Dann sehen wir uns mal das Profil an. Bin unterwegs. Schreibt einfach. Name Martin Lloyd. Geschlecht männlich. Geburtstag 3.1.1982. 28. Wohnort Richmond, Virginia. Hobbys. Basketball, Computer. Dann tun wir nichts weiter bei. Dieser Miro-Chart, der macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Profil erstmal. Okay, schon mal verdächtig, dass er ja überhaupt nichts hat. Miro-Chart, also kein Profilbild. Unsere Welt ist ein Trümmerhaufen. Wie wäre es mit positiven Gedanken, Junge? Das würde bestimmt auch mal gut tun. Oder Mädchen, ich weiß ja nicht, was du bist. Name unbekannt. Geschlecht unbekannt. Geburtstag unbekannt. Wohnort, aha, aber der ist bekannt. Roanoke, Virginia. Hobbys in Erinnerungen schwelgen. Dann schreib nochmal. Ich hatte das Gefühl, dass ich diese Person von etwas verärgert habe. Vielleicht ist es bisher hier erstmal die Füße stillzuhalten. Wie wäre es mit Rekit? Ach stimmt, das ist auch eine User im Forum, ne? Meine ich. Profil ansehen. Rekit. Ich weiß es nicht. Ja, da sind wir schon mal zu zweit. Name Melissa Davis. Geschlecht weiblich. Geburtstag 16.11.1990. Wohnort Albany, New York. Hobbys zeichnen, Videospiele. Anschreiben. Hey, alles gut bei dir? Hey, ich brauche mal wieder deine Hilfe. Ich weiß zwar nicht vorbei, aber fragen wir einfach mal. Hoffentlich nerv ich sie nicht. Oh, hallo Tim. Oh, cool, die auch. Die schreibt auch. Freut mich, dass du schreibst. Du brauchst meine Hilfe? Wobei denn? Naja, ich zeichne ja aktuell wieder ein bisschen, aber komme nicht so wirklich voran. Keine Ahnung, woran es liegt, aber mir gefällt das alles nicht, was ich da mache. Es wirkt zu steril. Es ist schwierig, dir einen Rat zu geben, wenn ich das Bild nicht vor Augen habe. Mein Handy ist gerade spurlos verschwunden. Ich kann leider keine Fotos machen. Verstehe. Dann beleuchten wir die Punkte etwas genauer. Inwiefern wirkt es auf dich steril? Es fehlt halt etwas. Ich schätze, es ist die Dynamik und die Lebendigkeit. Alles wirkt flach. Okay, da kommen wir der Sache schon etwas näher. Dann probiere es mit mehr Licht und Schatten. Such dir einen Punkt auf dem Bild aus und visualisiere dir dort eine Lichtquelle. Orientiere dich an diesem Punkt und zeichne die Schatten so, wie sie von der Stelle aus fallen müssen. Dasselbe gilt auch für das Licht, welches auf deine Figuren trifft. Ah, verstehe. Ich habe es irgendwie nur nach Gefühl und völlig chaotisch angeordnet. Probier es aus, es ist nur Übungssache und je öfter du das machst, desto leichter gelingt dir die Umsetzung. Danke dir, das werde ich auf jeden Fall machen. Rekit, meine Mentorin. Man hilft, wo man kann. Ich habe gerade eine Idee. Ich bin zwar nicht so für spontane Aktionen, aber da ich ja die Woche Urlaub habe, könntest du mich ja eventuell in Albany besuchen kommen. Dann könnten wir die freie Zeit nutzen und kreative Arbeit zusammen durchführen. Ich erkläre dir gewisse Dinge direkt am Beispiel und du kannst sie gleich in die Tat umsetzen. Was denkst du? Oh, zudem könnten wir auch meinen Geburtstag feiern. Ob ich dazu gerade in der Lage bin? Andererseits komme ich mal hier raus. Und was sagst du? Klingt sehr gut. Doch ich muss mir das erstmal durch den Kopf gehen lassen. Immerhin ist die Strecke ziemlich weit und finanziell bin ich gerade etwas knapp bei Kasse. Ja, du hast recht. Ich habe dich wohl etwas überrumpelt damit. Überlegst dir und sag mir einfach Bescheid. Aber denk dran, dass wir nur eine Woche Zeit haben. Ja, ich melde mich. Gut, dann mache ich mir was zu essen. Ja, mein Magen grummelt auch schon. Bis dann. Wäre eigentlich perfekt, um diese vier Winde hier mal zu verlassen. Aber ob ich mir das momentan alleine zutraue? Ich meine, wenn die Strecke bloß nicht so weit wäre. Ich muss wohl nochmal eine Nacht drüber schlafen. Nachdenken. Valentin kenne ich schon ewig. Von allen Leuten in Wubax ist er der langlebigste Freund, der mich seit meinen kreativen Anfängen stetig unterstützt und mit Ratschlägen geholfen hat. Ich verdanke ihm vieles und er trug zu etlichen meiner Entscheidungen bei. Ich glaube, warum wir uns gegenseitig unterstützen, liegt daran, weil wir im Prinzip dasselbe Leben durchmachen und uns in einer gleichen Situation befinden, die nur wir verstehen können. Kaius kam dann irgendwann dazu und seitdem sind wir die drei Albtraumbrüder. Welches Leben war auch nicht einfach, deswegen ist er auch kühl und distanziert zu Fremden. Doch diejenigen, die wirklich was drauf haben, echt in ihrem Auftreten und sind, so wie Worten Taten folgen lassen, respektiert er und hält gute Meinungen auf sie. Und das vergisst er nie. Anscheinend wahrscheinlich, ja, geht das auch nicht mehr. So, Profil aber. Valentine,
Energy. Yeah, Kaffee, bäh. Name Sebastian Black. Ich dachte tatsächlich, er ist Valentin. Naja, gut. Geschlecht männlich. Geburtstag 26.10.1984, 26. Wohnort Harrisburg, Pennsylvania. Hobbys Musik, Grafikdesign. Und weiterhin nichts tun. Wer ist denn WWI? Profil ansehen. Nervt nicht. Nervt nicht das Weinglas? Hä? Name Silvan Powell, Geschlecht männlich, Geburtstag 15.03.1993, 17. Wohnort Fairbanks, Alaska, Hobbys, Kampfsport, Hunde. Wie kann man denn Hunde als Hobby haben? Ich dachte, das ist ja quasi, vielleicht mit Hunden Gassi geht das, aber Hunde als Hobby, das klingt ein bisschen komisch. Anschreiben. WWI ist um die Zeit gar nicht erreichbar, ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich schreiben sollte. Ach so. Aber was ist mit der hier oben? Halt, Moment. Tja, anscheinend hat sie keine Lust zu antworten, wa? Ach so, ja. Das Profilbild haben wir ja auch schon von ihr gesehen. Nichts tun. Können wir sonst was machen? Lode Wolf. Alles probiert und doch nichts erreicht. Mein Gott, jetzt denk doch mal ein bisschen positiver. Ich wette, das hilft. Name Timothy Lloyd. Geschlecht männlich. Geburtstag 11.11.1988, 22. Wohnort Roanoke, Virginia. Hobbys Schreiben, Schlafen. Wow. Was für ein tolles Hobby. Ja gut, aber Schlafen ist schon cool, das stimmt. Das kann schon ziemlich geil sein. So. Werbung. Ach, sieh einer an. Hier kann man auch viel Werbung lesen. Genre JRPG-Entwickler. Ominös. Release unbekannt. Weitere Infos, bla bla bla. Getrieben von Verlangen nach Rache will Lord Dark nach seinem Jahrtausendschlaf die Welt nun erneut unterwerfen, um sich seinen Platz als alleiniger Herrscher über die Menschheit zu sichern. Ich wusste doch, dass der Dark immer so ein zwielichter Typ ist, dass er irgendwas im Schilde führt. Doch die Dinge sind nicht ganz so einfach wie gedacht. Vor 1000 Jahren hatte Dark Herrscharen von Dämonen unter seinem Kommando. Nun ist er auf sich gestellt. Langsam aber sicher wird ihm bewusst, dass sich die Welt, die er einst unterwarf, sehr verändert hat. Und so scheint es, dass unser Dämon nur eine unter vielen Bedrohungen ist, die die Welt ins Chaos stürzen könnte, nämlich mit seinen Streams auf Twitch. So, das, da haben wir ihn also durchschaut, den Dark. So, was können wir hier überhaupt noch machen? Ich meine, außer Werbung schauen. Also das eigene Profil von ihm haben wir ja auch schon gesehen. Ja, im Prinzip dann eigentlich nur noch Werbung, glaube ich. Ne, weil Gespräche und so haben wir so. Ach, Moment. Wubox Default, Wubox Kins, Poison Green, Sunshine Yellow, Sunset Orange, Crimson Red, Cobalt Blue. Hört sich für mich ehrlich gesagt gut an. Nee. Ach, das ist ja cool. Also, mein Gott. Was hat dieses... Moment, Bloody Valentine? Oh, wow. Also, selbst für den Chat gibt es nochmal mehrere Skins. Das ist... Wow. Aber wie gesagt, ich finde Blau beruhigend. Aber mein Gott, selbst sowas hat das Spiel. Also, gibt es irgendetwas, was das Spiel nicht hat, frage ich mich gerade. Jetzt überlege ich gerade die Werbung, die wir hatten... Das war doch, also die erste Werbung, die wir gerade gelesen haben, das war ja das Seventh Warrior. Genau, da schlage ich vor, nehmen wir dann gleich die Werbung, die nach Seventh Warrior kommt, das war das in chronologischer Reihenfolge haben, weil ich musste gerade kurz unterbrechen. ja, jetzt können wir direkt weitermachen. Ach ja, genau, und ich musste das übrigens alles wiederholen, also auch mit dem Rätsel und dem Chat und so, habe ich natürlich alles durchgeskippt, weil während ich eigentlich, ja, nur kurz das unterbrochen habe, hat sich das Programm dann irgendwie von selbst beendet. Keine Ahnung warum. Könnte ich mal alles schön von vorne machen, aber naja. Was willst du machen? So, genau, da haben wir jetzt das Seven Warrior. Und das nächste ist Dampftraum. Genre Adventure. Entwickler Keystone. Release unbekannt. Kaya versucht mit Hilfe ihres Roboters KR ein Zeppelin zu reparieren, um die einsame Insel, auf der sie lebt, zu verlassen. Erkunde das kleine Eiland und sammle mit Hilfe deines metallischen Begleiters Holz, Erz und andere Materialien. Wie lange ist Kaya schon dort? Wie ist sie dorthin gelangt?
Die abenteuerliche Reise wird der jungen Frau sicherlich helfen, über einige Dinge einen klaren Blick zu erlangen, um ein für alle Mal ihre diffuse Gedanken zu ordnen und um Antworten auf ihre Fragen zu erhalten. Ach ja, wenn das Ende doch nur nicht so tragisch traurig wäre. Psst, Spoiler. So, ex-Beach Ball. Genre Action. Entwickler Val Games. Release 3. Quartal 2020. Ein fehlgeschlagenes Experiment droht, alles Leben auf der Erde mal wieder zu vernichten. Durch Raum- und Zeitverzerrungen, die durch den Unfall ausgelöst wurden, werden Helden sowie Bösewichte aus anderen Dimensionen teleportiert und zusammengebracht. Nun müssen alte Feindseligkeiten überwunden werden, um sich der Gefahr mit vereinten Kräften zu stellen, die die gesamte Existenz bedroht. Es liegt nun an einer Zusammenkunft aus Gut und Böse, den Untergang abzuwenden und die Ordnung wiederherzustellen. Okay. Ja, da sehe ich schon wieder Frauen in Bikinis. Also, naja, das werde ich wahrscheinlich nicht let's playen. Es ist halt nicht mein Genre. Lucky Chucky, das hatte ich ja schon. Das war sogar mein allererstes LP-Video überhaupt. Genre Fun. Ich dachte Glück. Entwickler Cosmo. Release 2. Quartal 2020. Genau, das 2020. Quartal im Jahr 2. Chuck kommt nichtsahnend in einem fremdartigen Casino ohne Ausgang zu sich. Noch weiß er nicht, was ihn dort erwartet oder weshalb er da ist. Doch die Angestellten dieses würdigen Ortes verhalten sich ziemlich seltsam und selbst Chuck scheinen sie bestens zu kennen. Was hat es mit dem Casino und den sich darin befindenden Leuten auf sich? Welches Schicksal erwartet ihn, wenn er das Glück herausfordert und somit am Ende auf eine harte Probe gestellt wird? Keine Ahnung, sag du es mir. Oh. Kann das sein, dass die Werbung quasi sozusagen im Hintergrund weiterläuft, während wir da lesen? Na, dann müssen wir quasi so oder so mal warten eigentlich. Es sieht ganz so aus. Unbannt Gott. Genre Action. Entwickler Val Games. Release 2. Quartal 2020. Mit dem Untergang des Chaosrats schienen alle Probleme vorüber zu sein. Doch eine neue Bedrohung entkommt ihrer Verbannung und die Helden müssen sich einer unbekannten Macht stellen, die alles bisher dagewesen übersteigt. Düken und Verina kämpfen Seite an Seite, um die Stadt vor ihrer Zerstörung zu bewahren. Können beide, ein Wächter und eine Dämonin, die ungebannte Gefahr und das daraus resultierende Chaos aufhalten und bezwingen? Mit vereinten Kräften sind sie bereit, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Venustus Femina? Ist das richtig? Keine Ahnung. Genre RPG, Entwickler MMG, Release unbekannt. Ein weit entferntes Königreich verfolgt eine sehr strenge Religion. Sie glauben, Frauen würden das Böse verkörpern und jede von ihnen ein Stück des Teufels in sich tragen. Wie, ich dachte, das stimmt auch. Welche Unheil über die Welt bringen sollen. Alle paar Jahre werden sie geopfert in der Hoffnung, sie wieder in die Hölle zu schicken, wo sie hingehören. Privet, ein einfacher Bauernjunge, ist gegen diese Religion und will den Ursprung dieser Sinnlosigkeit herausfinden. Dabei weiß er nicht, wie weit diese Geschichte in seine Vergangenheit reicht. Kein Bildmaterial vorhanden. Oh, nutzlos. Genre RPG, Entwickler Cyan Roris, Release 4. Quartal 2020. In einer anderen Welt leben ganz normale Menschen mit ganz normalen Problemen. Hier leben auch die Geister, die seit Anbeginn der Zeit dafür verantwortlich sind, dass alles seinen gewohnten Weg geht. Aber etwas funktioniert nicht so, wie es soll. Eines Tages werden die Geister von einem bösen Widersacher in einen tiefen Schlaf versetzt und können nun ihre Aufgaben nicht mehr nachkommen. Was das Gleichgewicht ihrer Welt außer Kontrolle geraten lässt, Held Erik, so nutzlos wie er ist, wurde auserwählt, die Welt zu retten. Er beschließt zu helfen, was sich als schwierig gestaltet, wenn alles, was er tut, immer nur nutzlos ist. Ach ja, es war toll. Okay, gut. An den Geistobservationen wiederum habe ich jetzt also nicht ganz so gute Erinnerungen, aber so was so ziemlich den ganzen Rest des Spiels betrifft, ja, doch, auf alle Fälle. Aber ich frage mich auch gerade, weil ich habe von dem Spiel, das ist das einzige Spiel, von dem ich noch nicht mal was gehört habe, dieses Femina-Dingsbums da, ne? Ich frage mich, ob das tatsächlich ein richtiges Spiel ist, was bald kommt, oder ob das jetzt quasi hier nur erfunden ist, weil ich meine, da gab es auch kein Bildmaterial und so. Das vielleicht einfach nur, vielleicht sogar eine Anspielung auf irgendwas ist hier innerhalb dieses Spiels. Genre Mystery, Entwickler Pinguin Games, Release unbekannt. Weitere Infos noch nicht vorhanden. Es begann wie ein gewöhnlicher Auftrag. Der ehemalige Archäologe Walters bittet um
Geleitschuss für einen Abend. Doch leider bleiben die Aufträge von Edward Jeffreys nicht lange gewöhnlich. So wird er bald zum Spielball dunkler Mächte und muss alle seine Kräfte mobilisieren, um nicht unterzugehen. Begleitet den Sonderermittler auf seiner Reise durch Magiemonster und dunkle Machenschaften, indem man mysteriöse Orte erkundet und den Lauf der Geschichte durch seine Entscheidungen beeinflusst. So, ich weiß nicht, ob da noch irgendwas an Werbung übrig ist, was wir sehen. Wir schauen einfach mal. Aber ich denke, das allermeiste werden wir wahrscheinlich haben. Genau. Dampftraum hatten wir. Das hatten wir gerade. Das hatten wir ebenfalls. Und wie gesagt, so, ich habe so ziemlich jedes Spiel davon gespielt. Außer eben dieses eine von Valgames da. Dieses anzügliche Spiel, sage ich mal. Plus, ja gut, Hidden Shadows nicht, aber ich weiß nicht, ob es davon schon eine Demo gibt. Glaube tatsächlich nicht. Genau, dieses X-Beach Ball, das habe ich ja auch nicht. Ja, und wie gesagt, ob es das Spiel überhaupt gibt, das weiß ich noch nicht mal. Ne? Scheint mir ein bisschen mysterious zu sein. Succubus, also Vampire Succubus Kiss. Venture-Entwickler Valgames, für die ist unbekannt. Valo, Anführer des dunklen Kults, will mit Hilfe einer diabolischen Succubus das Heiligtum zum Einschluss bringen und somit das Siegel, welches Dracula gefangen hält, brechen. Zurück aus dem Reich der Toten macht sich die hinterhältige Dämonin Daron Valos Auftrag zu erfüllen, um ihrem Meister erneut den Weg in die Menschenwelt zu ebnen. Nur sie allein ist imstande, sich unbemerkt das Heiligtum einzuschleusen und es von innen heraus zu zerstören. Doch dafür sind Geschick, Raffinesse und der reizende sowie tödliche Charme einer Succubus vonnöten. So, ich glaube tatsächlich, das war's dann auch. Ja, eigentlich nur sehr viele Easter Eggs und Insider, wenn man so will, ne? Dieser ganze Chat hier. Joa. Da will ich es aber auf alle Fälle nochmal speichern, wo wir das alles gemacht haben. Na gut. Theoretisch hätte ich auch schon vorher speichern können. Stimmt, weil die blauen Bücher verschwinden ja nicht. Ich Idiot. Naja. So, jetzt muss ich mal schauen. Wie konnte ich nochmal das Inventar öffnen? Mit Ahne, genau. Da war aber nicht so weit. Notizbuch. Hier was kann ich doch noch mal, hier welche Buchstaben kann ich noch verwenden? Mensch. Normalerweise steht das doch mal da oben, was ich machen kann. So, auf jeden Fall der Alex, der hat doch gesagt. Ne, da ist das Bad. Der Alex hat doch gesagt, dass er. Also, beziehungsweise hat geschrieben, die E-Mail, dass er doch da geklopft hat, ne? Mir aber ehrlich gesagt noch nicht mal sicher, ob er das wirklich war. Vielleicht war es nur Pseudo-Alex. Ich brauche jetzt mal einen Schlüssel, wie es aussieht. Hallo? Es hat geklingelt. Könnte mal bitte jemand aufmachen? Tät, Alex? Ich will nicht rangehen. Du musst. Tim, das bildest du dir nur ein. Werd endlich ruhig munter. Da draußen ist niemand. Deswegen ist auch kein. Deswegen ist auch keiner aufgemacht. Ich hoffe, das soll heißen, es hat auch keiner aufgemacht, weil wenn jemand aufgemacht sein soll, dann ist das ein bisschen verstörend. Aber gut, wäre dem Spiel natürlich auch zuzutrauen, ne? Weil ich es mir einfach nur eingebildet habe. Aber ich vermute, hier ist es tatsächlich ein Rechtschreibfehler. Der Albtraum war schon schlimm genug, reiß dich gefälligst zusammen. Es gibt einen Grund, nach draußen zu gehen. Der Rauch ist nicht mehr da. Es ist alles so, wie es sein soll. Kein Feuer, kein schwarzer Rauch. Das ist die Gewissheit, die ich brauchte.
Dieser echt wirkende Albtraum war nur eine Welt, die mein Unterbewusstsein erschaffen hat, nicht mehr und nicht weniger. Hehe, bist du dir sicher? Die Kaffeemaschine sieht so aus, als ob sie schon ewig nicht mehr benutzt worden ist. Und das Obst hat auch schon bessere Tage gesehen. Alles ist verschimmelt und verdorben, ganz verschweigen von den Fliegen, welche in Scharen drum herumschwirren. Ja. Das Mittagessen ist schon längst kalt geworden. Ich räume es lieber mal weg, bevor es noch schlecht wird. Ob das eine tiefere Bedeutung hat? Sehr interessant. Und sonst ist Mom doch nie so unordentlich. In der Ecke stehen Wasserflaschen. Was glänzt, ist hängt der Fluss. Mit meinen Fingern komme ich leider nicht dran. Hey. Eingeschraubtes Geschirr und Gläser. Streichhölzer erhalten. Auf dem Küchenschrank stehen ein Toaster und eingeschraubtes Geschirr. Bitte was? Was war das denn? Ich ahne Schlimmes. Sicherlich ein Vogel, der dagegen geknallt ist. Armes Tier. Bitte. Lass es nicht hier gewesen sein. Ach, hier kann ich auch hin. Alex. Wo sind die denn eigentlich alle? Das für sie hätte ich gesagt auch gern. Mom liebt Blumen über alles, deswegen gleich das Wohnzimmer. Ja, im Gewächshaus. Rotwein, der allabendliche Trank meiner Eltern. Kann ich wohl nichts machen, aber warte mal. Ohne Feuerbrenn. Ja, gut. Aber so dringend muss es ja nicht sein. Ich meine, es ist ja jetzt nicht, wer weiß, wie dunkel hier. Ach, das Bild, das kennen wir doch. Ja, das sind auch genau dieselben Sitze, glaube ich. Ja, tatsächlich. Genau dieselben Sitze. Einsamkeit ist ein lähmendes Gift, welches dich langsam im Inneren zerfrisst. Wenn du dich also einsam fühlst, dann tu etwas dagegen. Sehr richtig. Seltsam, wer hat diesen Zettel geschrieben? Die Schrift kann ich von keinem aus meiner Familie zuordnen. Hier geht es zur Terrasse, da will ich jetzt nicht hin. Mom, Dad, seid ihr da? Hallo? Verstehe das nicht. Komisch, warum hat das Wasser geplanscht? Verwandtskasten erhalten, das ist ja die Hauptsache. Ist gerade nur etwas beschlagen. Das Wasser scheint erst frisch eingelassen worden zu sein, stimmt. Man badet gerne am Wochenende, doch wo ist sie? Jedenfalls nicht hier, wie es aussieht. Alex, darf ich reinkommen? Alex, hörst du? Du hast mir doch von eine Mail geschickt. Na schön, ich komme jetzt einfach rein, okay. Abgeschlossen. Alex. Alex. Es war also doch nicht Alex. Was geht hier vor? Werd ich einfach verrückt? Die Tür ging von alleine auf. Aber wie ist das möglich, wenn jemand in diesem Zimmer ist? Meine Theorie ist, Alex ist sehr wohl hier, hat die Tür aufgebracht und versteckt sich jetzt irgendwo, um das alles gruselig wirken zu lassen. Alex, hör auf mit dem Scheiß und komm raus aus dem Versteck, genau. Hörst du? Alex. Ja. Hey. Hey. Was gibt's? Ich. Heute ist doch Samstag. Ich wollte fragen, ob du heute Zeit hast, mit mir in die Mall zu gehen. Heute ist doch dieses eine Videospiel erschienen. Du siehst doch, dass ich gerade arbeite. Naja, ich dachte, am Wochenende wollten wir etwas unternehmen. Du hattest das letzte Woche versprochen. So hatte ich das? Ja. Ehrlich gesagt, habe ich keine Lust. Diese vielen Leute dort, du weißt doch, wie sehr ich solche Menschenansammlungen hasse. Frag doch Mom und Dad, ob sie mit dir etwas unternehmen.
Nein, schon gut. Ich werde Martin fragen. Er hat zwar weniger Zeit als du, aber er nimmt sie sich wenigstens für seinen kleinen Bruder. Genau, einfach weitermachen. Wenn ich so darüber nachdenke, wie egoistisch ich früher war, Alex wollte nur einen großen Bruder, der mindestens einmal in der Woche mit ihm abhängt und Spaß hat. Wieso war ich damals nur so bescheuert? In Wirklichkeit wollte ich nur meine Ruhe haben und meine Arbeit machen. So viel arbeiten, bis ich vor Erschöpfung nicht mehr konnte. Ich bin ein schlechter Bruder und absolut kein Vorbild. Fährt Teil und Stecker weiß erhalten. Vielleicht schon, indem Alex seine Sachen aufbewahrt. Er ist immer so ordentlich. Dieser Plüschhase ist schon so alt. Martin und ich haben Alex damals dieses Stofftier geschenkt, als er geboren wurde. Was ist das denn? Auf dem Schreibtisch wurde so etwas wie ein Code-Eingabegerät integriert. Ist das wieder so eine verrückte Konstruktion von Dad? Ja, genau, untersuchen. Oh. Ja, ich glaube, hier kann ich auch nichts. Warte mal. Stick habe ich nicht. Ah, wollte ich schon sagen. Na gut. Seltsam. Alex Laptop ist im Standby-Modus. Das heißt, dass er vor kurzem dran saß. Doch, wo ist er? Hier muss hier vor ein Luftzug sein. Bleib ruhig, Tim. Code für den Schreibtisch. Zwei dunkle, verschlungene Herzen. Halt. Das schreibe ich mir auf. Zwei dunkle... Ja, ich schreibe jetzt nur Herzen. 10... Pfeilchen. 8 leuchtende Kerzen, also 8 Kerzen. 6 kriechende Schlangen, 6 Schlangen. 6 Schlangen und 14 Meilen fallen vom strahlenden Himmel. 14 Himmel. So. Okay. Das brauchen wir nämlich bestimmt für ein Rätsel. Ich ahne auch schon für welches. Ui. Seit dein großer Bruder wieder bei uns wohnt, ist er durch die Langeweile, die er hat, ein bisschen zu neugierig geworden. Ich habe ihn letztens beobachtet, wie er durchs Haus schlich und jeden Winkel untersucht hat. Ich kann ihn natürlich verstehen, aber er sollte sich lieber eine andere Beschäftigung suchen. Nichtsdestotrotz kann ich ihn nicht wirklich davon abhalten. Deswegen möchte ich dich gerne um etwas bitten, Alex, da meine Zeit ziemlich begrenzt ist. Versteck die Sachen, die ich dir gegeben habe. Ich habe schon ein paar Stellen im Haus dafür ausgesucht und präpariert. Du musst sie lediglich nur noch dort platzieren. Ein paar meiner kleinen Bastelarbeiten kommen auch zum Einsatz. Wichtig ist, dass du die Schlüssel niemals verlierst und auf gar keinen Fall dürfen sie in Tims Hände gelangen. PS, erzähl ihm nicht, dass ich eine Diele in sein Zimmer dafür gelockert habe. Hm. Warum dieses geheimnisvolle Getue hinter meinem Rücken? Was soll das? Alex hat wohl einen Schlüssel vergessen zu verstecken. Schlüssel zum Gästezimmer erhalten. Ich verstehe diese Heimlichtuerei nicht. Na, dann zeige ich euch mal, wie neugierig ich wirklich sein kann. Ich meine, es scheint ja eh keiner da zu sein. Und vielleicht finde ich auch einige Hinweise, was hier gerade vor sich geht. Das ist nicht dein Zuhause. Das ist nur dein Pseudo-Zuhause. Denn nichts hiervon ist real. Oben ist jemand. Na, nicht unbedingt, das können auch nur sehr schwere Wassertropfen sein. Achso, ja stimmt, hier war das Bad. Aber hier war glaube ich zu, ne? Ziemlich merkwürdig. Uck, mir geht's gerade... Oh, das ging ein bisschen schnell weg, der Text. Nee, aber das ist jetzt eigentlich kein Grund zur Beunruhigung, dass jemand ganze Zeit so schnell hin und her läuft. Das könnte einfach Quarantäne-Jogging sein. Alex, du Nervensäge, hör auf damit oder nichts sagen. Ich sag mal nichts. Ich habe dafür gerade echt keinen Nerv. Was poltert er da oben auch so rum? Entschuldigung, befinden sich ein paar
befinden sich ein paar Schlüssel und das Telefon. Der lag aber vorher noch nicht hier. Schlüssel zum Elternschaftszimmer. Und den muss Alex wohl auch vergessen haben. Haha, der wird bestimmt nicht gerade erfreut sein, wenn der wüsste, dass Alex seinen Job so schlampig erledigt. Ja, dann gehen wir erstmal nach oben zu dem Quarantäne-Jogger. Alex, wo bist du? Das sind Cuttes-Sachen, die sie zulassen. Entweder sie holt sie irgendwann mal ab oder sie landet im Müll. Das Radio scheint eine Macke zu haben. Bevor mir ihre Sachen verschwunden sind. Ist jetzt verschlossen. Immer noch. Aha, die Spur ist verschlossen. Achso. Wie wäre es mit Schlüssel? Verteilerstecker? Achso, nee. Klar, das ist ja kein Schlüssel. Das ist wahrscheinlich eines von diesen Dinger, die wir für die Rätsel brauchen. Das sah aber tatsächlich auf den ersten Blick aus wie so ein Schlüssel. Nee, kein Schubladenschlüssel. Gehe ich nochmal in mein Zimmer. Hier ist es irgendwie nicht eine Diele gelockert oder so. In meinem Zimmer. Egal, erstmal speichern. Wir haben ja noch den Schlüssel für das Gästezimmer. Nicht wahr? Genau. Schlüsselzimmer verwendet. Der Raum ist ganz neu, ne? Den haben wir auch noch nicht besucht. Und da steht doch jemand vom Fenster da. Der Schatten, ich sehe es doch ganz genau. Alex, bist du hier? Mann, ist das kalt hier drin. Aber schon stimmig gemacht mit den Geräuschen. Wo sind denn nur alle? Was mache ich jetzt bloß? So müde. Warum ist denn da jetzt einfach mal so ein Schmetterling? Wo kommen denn die ganzen Butterfliegen her? Oh, das ist aber richtig stimmig gemacht, hier merke ich gerade. Mit dem Mapping, mit den Lichteffekten, auch mit dem Regen, wie der aussieht und so. So, und sogar die Spiegelung da. Von dem nassen Boden. Wow. Einfach nur wow. Ich nehme an, das ist jetzt quasi entweder ein Traum oder eine Erinnerung. Beziehungsweise ein Traum innerhalb seines Traumes, beziehungsweise ein Erinnerungs-Flashback innerhalb seines Traums. Ach, keine Ahnung, ich bin schwer verwirrt. Und irgendwie gefallen mir die drei Typen da nicht. Und warum haben die keine Augen? Hat das einen bestimmten Grund? Hahaha, was gibt's da zu lachen? Ja, wie Loser? Abschaum? Nichts nutzt, Loser? Weichei? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das eine Erinnerung ist oder ein Traum. Oder vielleicht so beides vermischt wie irgendwie. Tja, sie sagen immer weiter dasselbe. Sie lachen ihn aus und beschimpfen ihn. Ich sehe aber auch gerade nur nicht den Kopf verlieren, Leute. Ich meine, euren... Den Rest eures Körpers habt ihr ja schon verloren, ne? Also wenigstens auf die Köpfe aufpassen. Was ich gesehen habe, selbst wenn der quasi geht, hinter ihm sind dann auch so diese kleinen Pfützchen, ne, quasi. Bei jedem Schritt, die auftauchen. Was verdammt ist denn los mit mir? Wieder so ein beschissener Übertraum und wer ist da hinter dir beim Sessel?